ein herzliches Willkommen zu einem neuen Stream. Heute spielen wir wieder ein wenig Shinkansen Zero. Ich muss euch nur noch das Bild anmachen, dafür muss ich kurz auch das Spiel hier genau capturen lassen, weil es noch Holo X Break, was wir Montag gespielt haben, noch drin gewesen. Hallöchen Kazuma. Ich habe ja erwähnt, dass ich nochmal Shinkansen Zero spielen möchte. Wahrscheinlich werden wir nicht lange das spielen, sondern wir werden einfach, ja, vielleicht so eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen werden, aber so eine halbe Stunde werden wir auf jeden Fall spielen. Und danach spielen wir ein bisschen Valorant, wenn wir unter einer Stunde sind, so dass wir halt dann mindestens eine Stunde streamen. Ne? Unter einer Stunde streamen gehe ich nicht auf. Deswegen, ja, werden wir wahrscheinlich dann noch danach ein bisschen Valorant. Deswegen habe ich schon mal den Titel geschrieben. Ja, falls wir länger brauchen, keine Ahnung, was ich zwar bezweifle, aber ja, falls doch, dann ja, spielen wir Valorant nicht. Aber ich glaube, wir werden heute trotzdem Valorant ein bisschen spielen, weil wir werden nicht so lange brauchen fürs andere Ende. Und genau, ich habe ja auch gesagt im Persona 5 Royal Stream, was wir letzte Woche Freitag hatten, bevor wir starten, rede ich jetzt ein bisschen kurz noch. Und zwar habe ich ja gesagt, ich werde in der Videobeschreibung den alten Stream, also ich werde den Stream, den ich von Shinkansen Zero hatte, runterladen. Leider ohne Ton, weder in-game noch hier mein Voice-Over drüber. Das war beides leider nicht da. Bild hatte man gesehen und so, aber ja, wie gesagt, man hat halt keinen Ton gehabt, weder in-game noch hat man mich gehört. Und deswegen habe ich das auf Twitch, die VOD, ausgeschalten von dem Shinkansen Zero, aber ich werde das trotzdem in der VOD von heute in der Videobeschreibung verlinken. Eigentlich wollte ich das ja schon am Freitag bei Persona 5 verlinken, aber dann dachte ich mir, nee, am besten ist es, wenn ich eh Shinkansen Zero noch einmal streame, am besten unter dem VOD zu verlinken. Und deswegen, ja, also wenn ihr das sehen solltet auf YouTube, ne, ich habe Shinkansen Zero schon gespielt, wie man hier auch sieht, weil hier steht Fortfahren und so. Ich habe halt das schon einmal durchgespielt, aber es gibt ein zweites Ende und das wollte ich mir halt angucken. Und genau, deswegen, also falls ihr den ersten Stream euch angucken wollt. Wie gesagt, der ist ohne Ton, also weder hört man mich, noch hat man Ingame-Sound, aber ja, da könnt ihr wenigstens sehen, worum es in dem Spiel geht. Könnt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr hier jetzt zuguckt, sehen. Kazuma meinte einfach auf Fortfahren. Ja, genau, da kann man dann halt auswählen, normaler Waggon, Green Car, das ist ja diese zweite Ebene, wo wir dann müssen, oder nach Halt des Zuges. Wir werden aber trotzdem von neues Spiel spielen, denn ja, ich will ja die Leute, die vielleicht jetzt das VOD von letzter Woche nicht, also die letzte Woche nicht dabei waren und jetzt diese VOD nicht angucken wollen, weil kein Ingame-Sound ist und so, nicht anschauen wollen, will ich zumindest den Leuten halt nochmal zeigen, wie hier alles war. Ich hatte auch, als ich gespielt habe, andere Sachen als du damals. Und ja, genau. Ich will auch natürlich noch schauen, dass ich noch andere paranormalen Aktivitäten finde, weil in so einem Spiel, das ist ja wie der Exit 8, da gibt es ja unterschiedliche paranormale Aktivitäten in den Playthroughs. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, haben wir jetzt, wurde uns eigentlich gefragt, warte, verlassen, ja, genau. Achso, ja, okay, wir haben den einfachen Modus, genau, weil es gibt nämlich einen einfachen Modus, das ist, wenn du einen Fehler machst, musst du nicht von neu, weil das ist wie in der Exit 8, du musst halt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Runden schaffen, aber ich glaube so 5, 6 Durchgänge musst du schaffen,
Und wenn du halt währenddessen einen Fehler machst, musst du wieder von null beginnen. Und ja, bevor wir das halt ja, ganze Zeit halt durchmachen, habe ich halt diesen einfachen Modus eingeschalten. Da musst du dann halt, wenn du jetzt zum Beispiel bei der fünften Ebene einen Fehler machst, bist du dann wieder bei 4 und nicht direkt bei 0. Deswegen, ja, das wollte ich auch noch mal sagen, dass ich da halt den einfachen Modus anhabe, weil wir ja da eigentlich nur durchrushen wollen, um die anderen paranormalen Aktivitäten zu sehen vielleicht. Ah, sieben Durchgänge oder 8. Ich weiß nicht, ob dann 0 dann. Egal, wir werden das ja dann eh sehen. Dreh dich um, wenn es eine Anomalie gibt. Genau. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was es hier so für Anomalien gab. Aber ein paar kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Wo zum Beispiel hier irgendjemand dann saß, so versteckt in der Farbe der Sitze. Und okay, mit den Jungen muss ich nicht reden. Keine Anomalien in diesem Bereich. Genau, dort gibt es keine Anomalien, die gibt es nur hier. So. Ist der Junge jetzt weg oder sitzt er noch da? Ah, er sitzt noch da. Aha. Der ist richtig laut, ich musste noch leiser drehen bei mir. So. Aber ich glaube, das Spiel geht erst los, wenn man mit ihm geredet hat. Aber irgendwie dachte ich, ich konnte mit ihm gerade nicht reden, aber vielleicht konnte ich mit ihm reden. Achso, ups, Entschuldige. Ich wollte nicht mit dir reden. Ja, alles klar. Perfekt. So, jetzt haben wir mit ihm geredet. Jetzt müsste der Junge weg sein und jetzt beginnt das Spiel halt so richtig. Wir gucken mal, ob der Junge da ist. Nein, der Junge ist weg. Okay, da ist die Frau. So, jetzt da. Ich weiß nicht, ob jetzt noch. Drum, wenn du eine Anomalie siehst. Es könnte sein, dass jetzt schon beginnt oder dass noch der, ja, der Vorzeigeraum ist, so damit du weißt, wie es eigentlich ausschaut. Aber es sieht tatsächlich eigentlich aus, als wäre das eh richtig. Drei Fehler, dann kommt der Geist. Es kommt ein Geist. Okay, das war richtig. Wir sind jetzt Ebene 6. Perfekt. Okay, drei Fehler und dann kommt ein Geist. Weiß nicht, ob ich den Geist schon mal gesehen habe. Wahrscheinlich. Hier ist nichts. Hier sieht auch alles normal aus. Ich guck mal. Da ist gerne einer immer hier irgendwo am Verstecken. Ich weiß auch nicht mal mehr, welche Ebene das war. So irgendwo bei ihm da, glaube ich. So. Ah, das scheint auch normal zu sein. Die Katze sieht auch normal aus. Unser Schatten ist auch normal. Der Koffer da oben ist, glaube ich, auch normal. Frau sieht auch normal aus. Hier können, glaube ich, so Augen sein. Das weiß ich noch. Ja, sieht eigentlich normal aus. Gucken wir mal. Richtig, perfekt. Okay. Der Mann schläft. Wir sind noch im Tunnel, also passt alles. Hier sehe ich nichts. Die Frau schläft auch. Hier sitzt sonst keiner, außer die zwei. Hier ist auch alles, glaube ich, richtig. Ich gucke mir nochmal das Katzenbild an, aber ich glaube, das ist auch eigentlich alles richtig. Das sieht eigentlich auch alles gleich aus. Es gibt aber immer so kleine Sachen, die einen quasi, die man übersehen kann, weil die halt so, ja, so minimal sind und dann,
muss man halt wieder von vorn beginnen. Zum Glück haben wir halt den einfachen Modus, da müssen wir dann nicht direkt von vorn beginnen. Hatte die immer ihre Füße so verkreuzt? Ich hoffe mal. Gehen wir mal durch. Ah ja, es war richtig sogar. Okay. Ah, jetzt sind wir hier in den Patreon-Support-Raum. Das ist ja eigentlich eine Anomalie. Also, ja. Und ich will Ginger finden. Die hatten wir beim letzten Mal ja auch gehabt. Ich glaube, sie war sowas. So Stäbchen, Verpackung. Ich glaube, die war auf der linken Seite, kann das sein? Oder sind die immer woanders platziert? Ginger müsste eigentlich halt da vorne gewesen sein. Ist nicht Ginger. Ich glaube, die war auf so ein Tablett. Nee, ist nicht. Hier? Nee. Nee, da auch nicht. Eigentlich erkennt man die eh gut, weil die, glaube ich, viel Rot hat. Nee. Nee, das ist nicht rot. Das ist auch nicht. Irgendwo wird sie liegen. Wir finden sie schon. Nee. Vielleicht war sie doch weiter vorne. Nee, das ist nur ein Shinkansen. Eine Modellbahn. Mein Vater hat auch gerne Modellsachen gefahren. Vielleicht ist es auch nicht. Das kommt mir nämlich gar nicht bekannt vor. Vielleicht sind die auch nicht immer gleich. Vielleicht gibt es unterschiedliche. Oder ich kann mich an das nur nicht erinnern. Das sagt mir irgendwie auch nichts. Sieht irgendwie aus wie so ein Aero-Game. Aha. Ja, vielleicht ist das. Aber wobei, das sagt mir was, das Bild. Nee, Ginger finde ich gerade nicht. Vielleicht gibt es Ginger hier nicht. Sie müsste auch auf so ein Stäbchenverpackung sein, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht können die Patreon-Support auch woanders sein. Vielleicht ist sie auf einem Zug. Ich den roten auch angucken? Ja. Naja. Schade. Gerne nochmal hier Ginger euch gezeigt. Aber wenn ihr euch die VOD vom letzten Stream euch anguckt, die ohne Ton. Ne, Ginger ist halt eine deutsche VTuberin, die auch in der Leitmotivgruppe ist. Wo auch zum Beispiel Nayami-chan und ja, Finn ist und da sind auch noch einige andere. Ah, guck mal, die haben keine Stühle mehr. Die ist richtig groß, ne? Hi. Ich gehe lieber, bevor er mich tötet. Okay, Nummer 2. Mal gucken. Also draußen sieht noch alles okay aus. Er schläft. Hier versteckt sich niemand. Die Frau schläft auch. Ah, er sieht wirklich ihre Füße überkreuz. Ich dachte, ich hätte was in der Spiegelung gesehen, aber das war nur meine Einbildung. Ja, okay. Also so auf den ersten Blick sieht alles normal aus. Wir gucken noch mal kurz von hinten nach vorne wieder. Das Katzenbild sieht auch richtig aus. Das sieht auch richtig aus. Der Mann schläft, hat keine Clownschuhe oder so an, wie Tingeltangel Bob. Koffer sieht auch normal aus. Ah, gehen wir mal weiter. Sind hier zwei Sitze, hier sind drei Sitze.
Mal gucken. Ah, es war richtig, okay. Sieht's mit ihm aus? Er schläft. Also, hier ist die. Ich wollte schon sagen, die Frau ist weg, aber da war ich ja eine Ebene zu weit hinten. Hier beides auf der rechten Seite. Zwei Sitze, drei Sitze. Versteckt sich sonst niemand. Sind die einzigen Passagiere. Die Bilder da hinten sind auch. Ich sollte mir die Katzenbilder und das Bild immer zuerst angucken. Muss ich nicht, glaube ich, immer so weit nach hinten laufen. Aber es ist sowieso besser, wenn man hier kurz ab und zu mal hoch und runter läuft. Damit man auch wirklich nichts übersieht. Ich meine, ich versuche hier eh ein bisschen durchzurushen. Denn ich will ja unbedingt das Ende sehen. Wir haben ja da noch eine Zugebene. Ah, okay, da war irgendwas falsch. Aber das habe ich tatsächlich nicht gesehen, was es sein könnte. So, er sitzt hier. Ah, guck mal. Da ist die Tür am Rumbagen. So, das ist auf jeden Fall eine Anomalie. Vielleicht durch den einfachen Modus weniger Sachen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der einfache Modus wird echt nur dafür sein, dass man halt nicht komplett wieder auf Null anfängt, sondern es ist halt immer auch halt auch, wie gesagt, Glück. Und ich meine, wir hatten eh viele Anomalien hier. So, das ist der letzte, genau. Der Mann ist auch eine Anomalie und da gehe ich, weil der hat uns letztens getötet, wo wir ihn angeguckt haben. Und jetzt haben wir die erste Ebene durch. Jetzt fehlt nur noch die zweite, die Green Card. Oder ja. Genau, jetzt bleibt er stehen. Das ist ziemlich laut. Ich drehe bei mir noch mal ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, wie laut das bei euch war. Ich hoffe, nicht zu laut. Ich habe mal so. Ich muss halt jetzt so ein bisschen die Audios mal so ein bisschen durch. Ich habe wieder vom letzten Stream so ein bisschen die Audio lauter gedreht, weil ich gemerkt habe, bei dem HoloX Break war das eigentlich recht leise. Pass auf die Frau auf, bei mir kamen zwei andere Sachen bei ihr. Aha. Okay. Attention, please. We Attention, have stopped please. momentarily due to an injury. There is no Vielleicht plan for the train das to Lied. Stop at this moment. Please excuse the delay. Na? Wird lange. Ich hoffe, das Spiel ist nicht gecrashed. Kommt hier nicht eigentlich der Junge? Ah, da. Ich wollte schon sagen, irgendwie fehlt mir der Junge. Na? Ah. So. Das kennen wir schon. Er erzählt jetzt, dass es noch eine First Class gibt, also die Green Card Cars. Und die müssen wir auch nochmal schaffen, bis wir vorne sind. Und ja. Ja, passt schon. Achso. Okay, genau. Das ist jetzt die First Class, die Luxus-Ebene. Da gibt es eine Frau, die hier an ihrem Laptop arbeitet. Dann gibt es hier diese Android-Frau hier mit ihrem Snack-Gepäck und so, die hier auch einen Fleck hat, damit man auch schön weiß, okay, sie ist kein Mensch, sondern eine AI, eine künstliche Intelligenz. Dann gibt es hier Undertaker, der hier gerade in Japan Urlaub macht.
Und dann gibt es hier noch diesen mutanten Mann, der sich in einen Baum verwandeln kann, aber seine Fähigkeiten noch nicht komplett unter Kontrolle hat, daher ja, ab und zu mal unabsichtlich in einen Baum verwandeln. Und dann gibt es hier diesen alten Herrn hier, der sagt, dass alle Roboter sind. Keine Sorge, nur sie ist ein Roboter, ich weiß das. Genau. Sie kann uns beobachten mit dem Laptop. Macht sie gerade nicht. Ich war gerade ein bisschen noch reingezoomt. Was er alles so hat, weiß ich gar nicht. Und ja, ob bei ihr der Fleck irgendwann verschwindet, also wenn sie geht, sieht man den nicht. Man sieht den am besten, wenn sie stehen bleibt. Ich weiß gar nicht, ob sie jemals eine Anomalie hatte. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn sie zu uns guckt, ist es auf jeden Fall eine Anomalie. Ich glaube, so im Gepäckwagen. Stimmt, ihre Arme zucken auch ein bisschen. Ja, hat man gerade gesehen. ich glaube, so im Gepäckwagen kann irgendwie nicht was anderes sein. Hoffentlich. Genau, der Mann sieht eigentlich auch gesund aus, alles andere sieht auch okay aus. Und gehen wir mal weiter. Genau, das war richtig. Genau, dann kann es noch passieren, dass wir hier über den Wolken sind. Was aber jetzt nicht der Fall ist. Es sieht nicht gesund aus. Stimmt, ich glaube, es war es nicht auch hier so. Oder dass, wenn ein Fehler ist, muss man ja vorne rausgehen. Das heißt, wir haben richtig gehabt, obwohl ich eigentlich dachte, es wäre alles richtig. Das heißt, in der letzten Ebene war auch was falsch. Wenn alles normal ist, dann müssen wir zurückgehen. Genau. Ah ja, okay. Das heißt, ich habe da irgendwas übersehen. Hä? Die Frau. Oh. Die Frau ist nicht da. Ich gehe lieber direkt vor, bevor sie von hinten kommt und uns jagt. Ey, die Frau hat heute echt. Ich glaube, die hat keinen Bock auf ihren Job gerade. Ich glaube, weil wir geleakt haben, dass sie eine künstliche Intelligenz ist und kein echter Mensch. Ich glaube, das hat dir nicht gefallen. Sah gerade irgendwie seltsam aus, wie sie gegangen ist, aber ich glaube, jetzt ist alles normal wieder bei ihr. So, der Mann sieht auch okay aus. Wir sind auch normal. Ich weiß nicht, ob wir auch irgendwie uns ändern können. Aber probieren wir mal und sagen, hier ist alles tippitoppi. Sie sieht auch normal aus. Ihr Fleck ist da. Sie sieht ganz normal für eine künstliche Intelligenz aus. Für eine Android. Gehen wir mal zurück und gucken, ob es richtig war. Ja. Oh, und hier ist jetzt alles gewachsen. Stimmt, da war der Junge gerade, den ignorieren wir aber mal. So, jetzt sind wir Ebene 2. Ne? Das geht ja doch schneller als gedacht. Gucken. Ihr Laptop ist normal. Sie sieht auch normal aus. Undertaker. Sieht auch normal aus. Sie. Hat die eine andere Frisur? Hat die immer so hier diese Dinger so darunter hängen? Ich weiß es also nicht. Muss ich mal beim nächsten Mal gucken. Aber sieht eigentlich auch alles normal aus. Wir sind nicht über den Wolken. Gucken wir mal kurz, hat sie einen Fleck hier? Ich glaube, ihre Frisur ist ein bisschen anders. Aber
Wir gehen trotzdem mal und gucken. Wir waren gerade Ebene 2. Ah ja. Aber jetzt ist die Frage. Ah, hier, guck mal. Sie beobachtet uns. Jetzt ist die Frage: War das die Frisur oder war das was anderes? Nee, okay, sie hat noch immer diese Dinger hier weghängen. Aber wir haben gesehen, dass die eine uns hier beobachtet. Jetzt geht sie wieder normal. Okay. Dann gucken wir mal kurz an der Theke an. Sieht auch normal aus. Sie sieht auch normal aus. Er sieht auch normal aus. Man müsste halt erstmal aufschreiben, was es so für Anomalien gibt. Also eben waren es die Augen, also davor. Du hast echt weniger Dinger. Ihre Arme sind noch am Baggen. Na, dann gehen wir mal hier zurück, weil ich glaube, hier ist alles normal. Hoffentlich. Also ich sehe auch normal aus, ihr Spiegelbild sieht normal aus, hier ist alles normal. Ihre Füße sehen ein bisschen nicht normal aus, aber das lassen wir mal so stehen. Ich will ja kein Foodshaming hier betreiben. Jawohl. Naja, guck mal. Da ist ihr Gesicht verzerrt. Dann gehen wir hier weiter und dann war es das, glaube ich, schon. Ne, eine Ebene noch. Genau, die nullte Ebene zählt auch noch als Geistebene und danach. Ah ja, gut, er hat seine zwei Köpfe. Dann wissen wir schon, es ist safe und wir können das Spiel beenden. Und jetzt sind wir eh durch. Jetzt brauchen wir eh nicht mehr gucken. Jetzt können wir einfach nochmal hier durchlaufen. Und dann sind wir hier vorne und dann können wir den Zug anhalten. Oder können wir noch was anderes machen? Telefonieren kann ich nicht? Nee. Okay, dann halten wir mal den Zug an. Mal gucken. In der zweiten Klasse beispielsweise gab es auch Spinnweben. Ja, aber das liegt bestimmt nicht an dem Modus, dass ich den einfachen Modus habe, sondern wahrscheinlich, weil ich einfach mehr Pech habe mit den Sachen. Ich meine, wir haben ja der allererste Try, da war ja auch, da haben wir ja auch nicht mit den einfachen Modus gespielt und da war jetzt auch nicht viel mehr Paranormales. Es kam vielleicht nur mehr vor, weil wir immer von null begonnen haben. Klar, wenn du 8 Waggons durchsuchen musst und immer wieder nach einem Fehler bei null anfängst, hast du natürlich mehr also hast du natürlich mehr Chancen auf paranormale Aktivitäten zu finden, weil du halt ja wenn du bis zur 7. Waggon kommst, wieder bei null anfängst. Wenn du halt von 7 auf 6 nur runterfällst, hast du natürlich nicht so viele Chancen auf paranormale Aktivitäten. Aber ich glaube, der Modus ändert halt wirklich nur, wie weit du zurückfallst. Bei mir hatte die Frau anderes Essen und trannte. Ah, also kann es doch anderes Essen sein. Okay, gut. Ich glaube, ich muss raus, ne? Ja, genau. Man könnte jetzt hier raus, aber das beendet nur den ersten Try und den hatten wir ja schon. Wir müssen jetzt nochmal komplett zurückrennen und mit der Frau reden, die halt mit dem Jungen da war. Das kann ein bisschen dauern. Deswegen, ja. Erzählt mal eine Geschichte oder so. Oder, keine Ahnung. Soll ich eine Geschichte erzählen? Ja. Ich war heute, hatte ich ja Termine und so. Kann ich ja gleich mal das erzählen. Und ich war nach dem Termin, habe ich mir am Bahnhof beim McDonald's noch was zu essen geholt. Ich hatte Bock auf Nuggets und hatte Bock auf einen Erdbeershake und ein Eis. Ich habe mir ein Oreo, also ein McSundae mit Oreo genommen.
Heißt das McSunday Oreo? Ja, ich glaube schon. Und auf dem Heimweg dann kam so ein Typ am Bahnhof zu mir, hat so seine linke Schulter um mich, hat seine linke Hand um meine Schulter getan und hat so gesagt: Jo, Bratan, hast du mal 2 Euro? Und ich denke mir so: Junge, Alter, erstens, wer nennt einen Jo, Bratan? Das hat mich schon getriggert. Zweitens, was fasst der mich einfach an und tut seinen Arm um meine Schulter legen? Junge, du bist nicht mein Bratan. Meine Bratans wissen, dass ich nur mit Karte zahle und kein Bargeld bei mir rum habe. Ich habe nicht mal, meine Geldbörse hat nicht mal ein Münzfach. In meine Geldbörse kann ich nur Scheine und Karten mitnehmen. Ich habe nicht mal ein Münzfach in meiner Geldbörse, weil ich zahle sowieso kaum mit Münzen. Wenn, meistens zahle ich bar. Mit Karte meine ich. Meistens zahle ich mit Karte. Und wenn ich mal bar zahle, dann meistens mit Scheinen. Und das halt auch dann meistens nur, wo man jetzt nicht mit Karten zahlen kann, bei manchen kleinen Bäckereien, die vielleicht noch kein Bank die halt noch keine Bankkarte haben oder so. Oder wenn ich zum Amt muss oder so und die halt sagen, ja, du musst das bar zahlen. Wobei da man auch schon meistens mit Karte zahlen kann. Junge, Alter, hätte ich nicht zum Essen gehabt, hätte ich seine Hand gebrochen, Junge, ey. Aber er kann froh sein, dass ich noch was zu essen in der Hand hatte. So kann man mit einem gebrochenen Arm davon. Oder weniger als einem gebrochenen Arm. Aber ey. Wenn ihr solche Leute seid, die einfach so random Leute anfassen, macht das nicht, ey. Er kann wirklich froh sein, dass ich Essen dabei hatte. Weil sonst hätte ich ihn wirklich seine Hand genommen und sie gebrochen und gesagt, fass mich nicht mehr an. Sonst ist deine zweite gleich auch gebrochen. Boah, ich hasse Leute, die einfach random fremde Leute anfassen. この列車は止まることはなくって、ループしていたんですね。でも、この列車を止めることGenau, がdie できerzählt て、jetzt, dass man den Zug ループもしなくなっそたっうてんこなとですよ Zeitschleife ね。ist und man versuchen soll, von beiden うん。Enden den Zug ああ。anzuhalten. Beim letzten Mal haben wir sie in die Second Class geholt, also nach hinten gebracht und wir sind wieder vorne zur First Class gelaufen und haben den Zug なん angehalten. か違和Und 感。Kazuma meinte beim letzten Mal vielleicht,記憶がない。soll sie in die First Class vorlaufen und dort vorne den Zug anhalten und wir laufen nach hinten. Das probieren wir このjetzt. 列車に乗った覚えはない。Wenn das auch nicht klappt, dann werden wir sehen. Da war ein Junge mit schwarzemそれ Kapuzenpulli. は多分直樹です。Naoki, genau. きっと記憶をなくす前、直樹と一緒だったのね。なんでここにいるのかとか。Nein, eigentlich nicht. Suchen wir nach ihm. Dann kannst du ihn fragen. Oder wir könnten ihn suchen. ありがとうごOkay, ざいます。danke. ここに来る途中に直樹はいましたか？Er ist nicht bei den Green Cars. Deinen Bruder nicht gesehen, nur einen älteren Mann. そうなんですね。なら列車に乗っている乗客をみんな、直樹は普通車側にいるはずですね。よし、ここから出ましょ Lass uns ihn suchen und wir う。あ、verschwinden でも、hier. Warte noch kurz. よく考Wenn えich so たら、darüber nachdenke, 次es に könnte ここ wieder にま passieren, た dass 誰jemand かin が diese 来る、Situation そんなkommt. ことDas になっ würde たらecht かわいそうです。schrecklich この列finden. 車をどうにかしSollen た方がいいwir んじゃな nicht いwas か。unternehmen? ループEine しないといけSchleife. ないAchso, みやたいyeah, ね。genau. Jetzt あ、erzählt sie, dass sie なんdas かin のeinem 番組Anime で2gesehen 人hat, で反対was ich方向にauch, すごいスピードで走っwo ich て、auch ein paar ループを erwähnt壊して habe, まzum した。Beispiel Summertime Rendering. Ich glaube, das hat auf Disney Plus einen anderen Namen bekommen. Aber ja, da geht es um einen Jungen, der in sein Heimatdorf zurück. Also er lebte in einem kleinen Dorf auf einer Insel, ist aber dann nach Tokio irgendwann gezogen, um dort zur Schule zu gehen, zu studieren, glaube ich, oder so, keine Ahnung. Und dann ist er irgendwann wieder zurückgekommen. Und ja, da sind dann so Sachen passiert und er hat dann erfahren, genau in dem Moment, wo er halt zur Insel zurückgekommen ist, ist er in eine Zeitschleife reingeraten und er ist dann immer wieder im Zug aufgewacht oder nee, im Boot oder Zug? Nee, ich glaube Boot war das. Keine Ahnung, vielleicht war es ein Zug,
Ich glaube, ein Zug war das. Und da ist er dann auch eine Frau begegnet, die auch auf die Insel gegangen ist. Und ja, ja, die Leute, die den Anime kennen, wissen, was das für ein Anime ist. Die Leute, die den nicht kennen, ja, könnt ihr googeln, Summertime Rendering. Habe ich im letzten Stream auch euch gezeigt, ein Wie ist Bild es? davon. Ja. Könnt ihr euch angucken. Ist auf jeden Fall ein cooler Anime, hat manchmal so ein Letzte paar war wohl Route schwache stehen nicht Folgen, ist man aber so im ne. Allgemeinen fand ich Brake den Anime wo kunda richtig ra ru. gut. Ah, isshu ni hassha Und ich sasu kyohas mochte kara. die Frau, die mit dem Jinpei hieß, glaube ich, der Hauptcharakter, die mit ihm im Zug oder im Boot, ich weiß noch immer, ich weiß gerade echt nicht, ob es ein Zug oder Boot war, wo die auf die Insel gekommen sind. Eigentlich macht es ja Sinn, ein Boot, also es könnte auch ein Zug gewesen sein. Watashi wa Vielleicht futsuusha ist der gawa ni Zug iku ja no de. geflogen. Ich meine, der Zug hier kann auch fliegen. Greensha gawa ni itte. Deswegen, ja. Könntest du dann Richtung. Nein, ich möchte in den normalen So des Waggon. ka? Ja. Sakki no hanashi da to ototo wa tabun futsuushi ototo wo makaseru koto ni natte shi, Natürlich demo kannst du in mir ressha anvertrauen. wo tomeru koto ga dekitan desu mon ne. Wakarimashita. Ich bin gut mit Dewa Kindern. watashi no ototo. Na, issho ni Nee, bin ich ganbarimashou. nicht. Eigentlich hasse ich Kinder. Isogimashou. Mata kono ressha ga ugoki dashite shimau mae ni. Wobei, ich muss zugeben, ich hasse nur Babys und Kleinkinder, die mit ihren Dreirad Gangster-Rap hören. Sonst hasse ich eigentlich keine Kleinkinder. Viele Kleinkinder sind süß. Kleinkinder sind gerne mal to tollpatschig, was auch süß ist und so. Aber wenn die dann so auf Macho und Gangster machen mit ihrem Dreirad und ihrem Lutsche im Mund und dann, keine Ahnung, Capital Bra oder was weiß ich, ja, was es hier halt noch für krasse Deutschrapper gibt. Ich höre halt kein Rap, deswegen kann ich das sowieso nicht ab, aber ja. Dann denke ich mir auch. Unangenehm und so. Entschuldigung. Ich mach kurz die Tür auf. Sie sehen nicht gut aus. Ist das okay? Wenn ich nicht reinkommen soll, dann antworten Sie mir. Okay. Oh, ich kann gar nicht öffnen. Glück gehabt, ich kann die Tür nicht aufmachen. Okay. Falls Sie Hilfe brauchen, sagen Sie einfach Bescheid. Wir haben irgendwo sicher einen Erste-Hilfe-Kasten. Gut, das hätten wir erledigt. Ah, ich wusste es. Es hat so geleckt, ich wusste, irgendwas kommt. War das Undertaker? Ah, scheiße. Ach komm, wer verschiebt hier diese scheiß Stühle? Es leckt schon wieder, was passiert jetzt schon wieder? Oh Gott, der Tod ist hinter mir her. Ist das der Geist der vergangenen Weihnacht? Ne, der zukünftigen Weihnacht war ja der Tod, ne? Boah, in diesem neuen Crooge-Weihnachtsgeschichte war der Tod so unheimlich. Der war richtig creepy, der Tod. In der neuen Weihnachtsgeschichte, die, keine Ahnung, warte, kann ich mir mal kurz zeigen? Nee, nicht. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Hier ist irgendwie nur 2009? Nee, das ist nicht. Das ist irgendwas von Disney. Das ist mit Jim Carrey. Nee, das war's nicht. Ist das von 2023? Nee. So neu ist das auch wieder nicht.
finde irgendwie nur. Aber vielleicht, weil man das. Nee, aber in Google, auf Google müsste man das erfinden. Ich geb mal Kino ein. Ich finde das irgendwie nicht. Was ist das? Nee. Aber diese Weihnachtsgeschichte war auf jeden Fall extrem creepy. Ich finde die gerade nicht, die ich gesehen habe. Das war eine, die. Ah, da. Von 2019 ist die. Geh mal 2019 ein. Genau. Da steht erste Staffel. Ist das das? Das habe ich im Kino gesehen. Weiß jetzt nicht, ob es das ist, aber ich denke mal, dass es das ist, weil der Tod sah ungefähr genauso gleich aus. Und warte, hier kann ich einmal das Bild davon zeigen. Mache hier kurz Monitor Capture an. Und ja, das ist halt, ne, der Scrooge. Und das ist halt der Tod und der war so creepy. Ich glaube, der hat ihn halt auch dann verfolgt mit so einem mit so einem ne, mit so einer Kutsche und so. Und das war so creepy, der Tod. Der hat mir echt Angst gemacht. Und das war von 2019, da war ich 3? Sich? Spaß. Keine Ahnung, wie alt ich 2019 hatte. Ich bin jetzt 28. Ich werde dieses Jahr 29, also in einem Monat werde ich 29. Da war ich 2019. Wir haben 24. Ja, da war ich. Äh, 23 oder so. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Genau. Er hat mich halt gerade daran erinnert. Oh, guck mal, wir sind stehen geblieben. Oh, guck mal. Schöne Bäume. Ah, hier ist eine Station. Können wir raus? Nee. Oh, da ist der Junge. Hey! Ach doch, wir können raus. Es regnet. Typisches Aprilwetter. Die Bäume sehen echt hübsch aus. Ah, ich kann aber nicht hier raus. Okay. Dann gehen wir mal hier raus. Du bist da, ich habe schon auf dich gewartet. Schwesterherz. Achso, sie war der Tod. Ach so. Du bist wach. Naoki. Du bist in Sicherheit. Ja, mir geht es gut. Willst du mit uns kommen? Was soll ich etwa dein neuer Fa achso. Stimmt, ja, diese. Ich vergesse immer, dass sie nicht die Mutter von ihm ist, sondern seine Schwester. Soll ich etwa deine Schwester heiraten? Nein, danke, dafür ist es zu früh. Du hast recht. Du solltest noch nicht mitkommen. Ich glaube, ich weiß, was mit uns passiert ist. Ey, Girl, du machst mir so Angst. Mach dir bitte keine Sorgen. Es geht schnell vorbei. Wir kommen schon klar. Also gut. Sie sagt was anderes. Kannst du mir kurz mal deine rechte Hand zeigen? Nur aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass du vielleicht ein Messer oder eine Schusswaffe vielleicht versteckt hast. Tschüss. Muss ich was klicken? Ah ja. Vielen Dank für alles. Sayonara. Leb wohl. Oh, sag nicht leb wohl. Sag auf Wiedersehen. Hilfe, lass mich raus! Oh Gott, das war die creepy am Ende. Okay, das ist aber das zweite Ende wahrscheinlich gewesen, ne? Gott sei Dank, sie sind aufgewacht. Sie sind auf einmal umgekippt. Aha, ja klar, auf einmal umgekippt.
Das Ding, was dich gejagt hat, war die Schwester. Hat man gesehen, wenn du dich umgedreht hättest. Achso, es war wirklich die Schwester? Krass. Sie sind auf einmal umgekippt. Zum Glück war ein Arzt im Zug. Karui, Es scheint, als hätten sie eine leichte, tiefe. Was? Venethrombose erlitten. Allgemein auch unter dem Namen Economy Class Syndrome bekannt. Das hat er sich aber jetzt gerade nur aus der Nase gezogen, oder? Dieses Syndrom gibt es wahrscheinlich gar nicht. Sie hinzulegen und ihr Bein zu heben, scheint geholfen zu haben. Gut zu wissen. Sie hatten echt Glück, dieser Mann hat ihnen das Leben gerettet. Habe ich ihn darum gebeten? Ich wollte Feierabend machen, Filme. Wer weiß, wie lange es sonst gedauert hätte, bis Hilfe da gewesen wäre. Der Zug wurde nämlich für eine Weile angehalten. Ah ja, stimmt. Das liegt wahrscheinlich am Unfall vorhin. Es wurde wohl eine Frau mit ihrem Kind getötet. Mann, jetzt sage ich schon wieder mit ihrem Kind. Das ist ihr Sohn. Scheiße. Ihr Bruder. Die sind Geschwister. Kein, nicht Vater, Mutter. Ja, Vater, Mutter vor allem. Nicht Mutter, Sohn. Ich weiß nicht, warum ich immer sagen will, dass das die Mutter ist. Das ist die Schwester. Junge, es gibt sowas wie Schwestern. Kenne ich nicht, sorry. Ich habe nur Brüder. Nee, Spaß. Ich habe eine Schwester, die ist in meinem Alter. Sonst habe ich nur zwei ältere Brüder. 失礼します。業務連絡です。事故には若い女性とEs wurde bestätigt, dass eine junge Frau und ein kleiner Junge am Unfall beteiligt waren. Aha. Ach so, deswegen meinte sie, es ist noch nicht Zeit, mit ihnen mitzukommen. Das waren die Geister und die wollten uns in die Geisterwelt mitnehmen. Aber die Frau hat gemeint, nein, wir sind noch nicht ready für die Geisterwelt. Na, guck mal, das sind die beiden. Da gehen sie jetzt in den Himmel. Ich wäre sowieso in die Hölle gekommen, also hätte ich eh nicht mit denen mitgehen können. Spätestens vor dem Gitter zum Himmel hätten mich die Wächter eh in die Hölle runtergeworfen. Ja, das war's. Genau, dieser Song ist safe to use on YouTube. Weil YouTube ist ja gerne mal so ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, sehr, ja, die mögen halt viele Lieder nicht. Deswegen ist es immer gut, dass das dabei steht. Hier hat man Ginger, die ich versucht habe zu finden, aber leider nicht gefunden. Hakuchu ist auch ein VTuber. Duckebird ist auch VTuber. Ja, und hier sind auch noch viele andere VTuber. Drinnen sind auch, glaube ich, einige Fans von Hololive. Da war ja auch zum Beispiel ganz oben, glaube ich, Iris-Fan. Es sei denn, es ist wirklich Iris-Channel gewesen, aber ich glaube, das war einfach. Hier, Charm-VTuber. Kenne ich nicht. Aber hat VTuber einen Namen, also ist bestimmt auch ein VTuber. Hier sind dann die kleineren Supporter. Ich glaube, um da reinzukommen, hier bei den kleineren Supportern, da muss man nur irgendwie so 15 € oder 20 € zahlen auf Patreon. Vielleicht sieht man mich ja in dem nächsten Spiel auch hier schon dabei, wenn das nächste Spiel noch nicht so früh rauskommt. Ich weiß gar nicht wann, weil ich meine, Chiller's Art macht ja schon recht häufig Spiele im Jahr. Also letztes Jahr kamen echt viele Spiele raus. Dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ist das das erste Spiel von diesem Jahr? Und da gab es eigentlich schon. Wir können ja mal kurz gucken. Wir haben ja jetzt das zweite Ende jetzt durchgeguckt, waren 50 Minuten, also knapp eine Stunde. Das heißt, wir können auf jeden Fall nochmal in Valorant reingucken. Und ich guck mal kurz. Es gibt noch zwei Errungenschaften, warte, die können wir uns ja zusammen angucken. Warte, erstmal die Errungenschaften.
Achso, hab schon geladen. Hab gar nicht gemerkt. Genau, Blue Car. Finde alle Anomalien in der Blue Car und finde alle Anomalien in Green Car. Das sind die Errungenschaften, die noch fehlen. Jetzt wäre halt gut zu wissen, wie viele man gefunden hat, wie viele es überhaupt gibt. Und ja, da kann man wahrscheinlich aber im Internet nachgucken. Und sonst wollte ich noch gucken wegen Shinkansen Zero. Ich wollte gucken. Nee, warte. Shopseite. Komme ich jetzt hier? Ja, genau. Mal gucken, ob das das erste Spiel von diesem Jahr ist oder ob das ungefilterte Suchanzeigen, genau, ungefiltert. Genau, da sieht man, ich habe eh so gut wie alle. Warte, ich mache das hier mal weg. Genau, jetzt sind hier noch mehr. Kann man nicht irgendwie nach Datum? Veröffentlichung. Genau. Ah ja, das ist Dezember 2023, also 16. Dezember 2023. Dann ist das echt das erste Spiel dieses Jahr. Genau, letztes Jahr gab es 1, 2, 3, 4, 5 Spiele. Also man könnte sagen, so alle 2 Monate hauen die ein Spiel raus. Kann man, glaube ich, so als Statistik nehmen. Wobei, 2022 gab es nur ein Spiel. Da war dieses Closing Shift, was auch ein richtig cooles Spiel gewesen war. Das ist eines meiner Lieblingsspielteile von Chiller's Arts. Der Karaoke fand ich auch richtig cool. War auch sehr weit oben. Night Security fand ich richtig schwach, leider. Parasocial war extrem cool. Das kommt auch richtig. Das ist, glaube ich, auch in meinen Top 5 von Chiller Arts. The Kidnap war okay. Es war besser als Night Security. Ob sie meine Top 5 schafft, muss ich überlegen. Wir könnten ja echt mal so ein so eine, wie heißt denn das, Tierliste machen von Chiller Art Games. Aber da muss ich noch alle spielen. Alle habe ich auch noch nicht gespielt. Ich habe viele schon gespielt, aber alle noch nicht. Ich muss mal gucken, welche noch fehlen und welche nicht. Die können wir ja dann vielleicht im Oktober können wir ja wieder so versuchen, also nicht täglich, aber wir können im Oktober ja versuchen, wieder so ein paar Chiller Art Horror Games zu spielen. Vielleicht auch noch andere Horror Games, die nicht von Chiller Art sind. Und ja, ich würde sagen, ich starte auch direkt Valorant, denn wir spielen jetzt ein bisschen Valo. Dafür bearbeite ich kurz hier die Beschreibung hier. Machen wir hier Shinkansen raus, schreiben hier Valorant rein. Hier Valorant, dann hier oben schreiben wir Valo Ranked und genau, kann das weg. Oh, Aktualisierung abgeschlossen, perfekt. Ich dachte schon. Und in der Zeit lasse ich dabei noch Bild an, damit ihr zumindest einen Hintergrund habt, bis halt Valorant auftaucht, weil Valorant braucht bei mir immer ein bisschen, bis er startet. Und ja, dann. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 18 Uhr. Perfekt, ja, dann spielen wir so eine halbe Stunde bis Stunde, wenn wir auf jeden Fall Valorant spielen. Und ja, dann war es das auch für heute. Freitag spielen wir dann wieder Persona 5 Royal. Sonntag spielen wir dann eine Demo, welche weiß ich noch nicht. Und ja, ich weiß gar nicht, ob wir nächste Woche in Hollow X Break reingucken wollen. Ich will nächste Woche auf jeden Fall, will ich AFK Journey spielen. Da haben ja einige Influencer. Da haben ja einige Influencer Werbung davon gemacht. Zum Beispiel Paluten hat Werbung gemacht, Kurono, weiß ich, hat Werbung gemacht und Zombie. Die haben ja alle drei Werbung gemacht für AFK Journey. Ich habe ja sehr oft damals, als AFK Arena draußen war, sehr viel AFK Arena gespielt. War richtig cool. Irgendwann habe ich es dann nicht mehr gespielt, weil ich schon sehr weit war und dann, ja, ich musste halt ziemlich viel
Charaktere leveln, um die weiter zu verstärken, dann dachte ich mir, nee, kein Bock mehr auf das Leveln, weil meine halt schon so strong war, dass das Leveln so lange gedauert hat. Dann dachte ich mir, ja, okay, nee, keine Lust mehr. Und dann habe ich halt nach anderen Mobile Games gesucht, habe ich aber leider kaum interessante gefunden. Die einzigen interessanten Spiele, die ich gefunden habe, war so ein My Little Pony Game, was eigentlich richtig geil war. Und ein Tower Defense Spiel mit League of Legends Charakteren, aber das gibt's glaube ich nicht mehr, das Tower Defense Spiel. Das war auf jeden Fall richtig cool, weil da konnte man irgendwie so Ashe platzieren, konnte man Annie platzieren und die waren halt die Türme und haben halt, ich weiß gar nicht, ob sie Vasallen, also Minions getötet haben oder Poros, vielleicht waren es auch Poros. Aber ja, das war eigentlich richtig cool. Und die hatten auch halt auch spezielle Fähigkeiten. Zum Beispiel Annie konnte als Ultimate halt Tibbers rufen. Und der hat dann geholfen, die Wave zu securen und so. So dass, weil die waren halt die Towers und Tower Defense Spiele sind eher so, dass du halt Towers platzieren musst. Da gibt es eine Strecke, die halt dann Gegner kommen und die musst du halt töten, bis sie dein Herz erreichen und dich töten. Und das ist eigentlich richtig cool. Aber ja, das gibt's nicht mehr. Und sonst Azur Lane, ja. Das waren so die My Little Pony, Tower Defense, League of Legends, was es leider nicht mehr gibt, Azur Lane und AFK Arena. Genau, das waren so die vier Mobile-Spiele, die mich bis jetzt am meisten gepackt haben. Wer sind die Girls? Meinst du jetzt hier im Hintergrund? Kann ich gerade nicht zeigen. Aber wenn du die zwei meinst, das sind Furumoko, zwei VTuber, die in Hololive, beziehungsweise zwei in einem, weil die haben einen Kanal, sind aber zwei Personen und ja, die sind in Hololive EN, in der neuen Gruppe, in... Verdammt, wie heißt die neue Gruppe nochmal? Hololive Council war es nicht. Das war die alte Gruppe, die jetzt Hololive Promise heißen. Hololive Myth ist mit Kiwawa und Gura und Co. Und die heißen Hololive... verdammt, mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall sind die in der neuesten Gruppe. Also von deinem Hintergrundbild, ja, habe ich gerade eh schon gesagt. Ich hasse, dass dieser Ladebildschirm so lange dauert. Advent, genau, Advent. Jetzt fällt mir der Name wieder ein. Advent. So heißen die, Hololive Advent. Habe ich Ton an? Warte, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe... Ne, Ton ist an. Hä? Ah, ich höre nichts. Warte, ich muss mal lauter drin. Ah, doch. Es ist nur extrem leise. Okay, gut. Bild seht ihr, das heißt, ich kann Game-Aufnahme machen, ich muss nur nochmal Valorant reintun. Ich hoffe, Valorant ist da. Ich sehe Valorant gerade gar nicht. Und vielleicht, wenn ich beliebiges Vollbild erfasse und jetzt wieder bestimmtes Fenster. Ist es jetzt da? Ja, nee, das war doch da. Valorant. So. Gut. Soll ich meine... ich lasse meine Mütze auf. Scheiß drauf. Genau, also wir spielen jetzt Valorant. Für die Leute, die halt das jetzt nicht interessieren, ne? Also für die, die das im Nachhinein dann sehen wollen, verabschiede ich mich jetzt schon. Wie gesagt, in der Videobeschreibung, wenn die VOD dann von Twitch auf YouTube hochgeladen wird, seht ihr dann auch noch die VOD, die ich letzte Woche gestreamt habe von
von Shinkansen Zero. Wie gesagt, leider ohne Ton, aber ja, für die, denen das egal ist, könnt ihr euch trotzdem dann angucken. Könnt ihr gucken, was es da so für paranormale Sachen gab. Wir spielen jetzt Ranked und wir hoffen, dass wir gute Runden kriegen. Für heute war es das. Wir haben eine Runde gewonnen, eine Ranked-Runde verloren leider. Aber dafür war die erste Runde, die wir verloren haben, dafür knapp 10 zu 13, ist okay. Ich glaube, die war jetzt wie viel? 7 zu 13 oder 8 zu 13? Ist auch okay. Wir waren jetzt nicht so gut, aber dafür, dass ich einfach eher mehr am Quatschen war als jetzt am Spielen, haben wir dafür auch gut Punkte gehabt. Wir haben 15 Kills gehabt. Ich glaube, am Ende habe ich eh keine Kills mehr gemacht, leider, aber ja, sonst. Genau. Freitag spielen wir natürlich wieder Persona 5 Royal, wie immer. Und ja, nächste Woche spielen wir dann, kann ich euch ja zeigen. Warte. Zeige ich einmal kurz hier: AFK Journey. Hier. Mach ich kurz. Sieht man hier irgendeinen Anmeldesachen? Nee, genau, da. Nächste Woche, Montag, spielen wir AFK Journey. Für den PC. Gibt es auch auf Mobile für die Leute, die Interesse haben. Könnt ihr halt gerne, wie gesagt, Zombie, Paluden und Kurono, die haben alle ein Placement davon gemacht. Und ich will mir das jetzt auch angucken, weil AFK Arena war eigentlich richtig geil. Vor allem AFK Arena hatte so coole Charaktere. Und ich muss zugeben, hier sind jetzt nicht wirklich so Charaktere, wo ich sagen würde, ja, das spricht mich an. Das sind die Hauptcharaktere. Man kann wie in Genshin Impact zwischen männlich und weiblich entscheiden. Ja, ich weiß, ich habe gerade falsch rum. Hier zwischen männlich und weiblich entscheiden. Wir werden natürlich weiblich spielen. Sie sieht cool aus, diese Bogenschützin mit den Hasenohren. Ich bin ja kein großer Hasenfan, auch wenn ich einen Hasen hatte. Oder mehrere. Wir hatten mehrere Hasen, aber ja, sie ist cool. Hat schön pinke Haare, ist Bogenschütze. Ich mag Bogenschützen. Sie sieht süß aus, scheint Magierin zu sein. Sonst, ja, Hauptcharaktere sehen auch cool aus. Die sieht auf jeden Fall cool aus. Erinnert mich so ein bisschen an so diese typischen Hexen aus Animes, so aus, was weiß ich, aus. Ja, Hexen halt. Mit so roten Haaren, ist sicher Feuermagierin. Meistens sind sowieso Hexen, die rote Haare haben, meistens immer Feuermagier. Nennt es Klischee, aber es ist meistens der Fakt. Das ist, glaube ich, so ein Hirschtypi, das sieht auch interessant aus. Erinnert so ein bisschen an Legolas. Aber er scheint ein Schwert zu haben. Ja, auf jeden Fall, das möchte ich nächste Woche Montag mit euch spielen. Vielleicht gucken wir Mittwoch dann wieder in Holo Break rein. Oder wir gucken, keine Ahnung, ja, was weiß ich, vielleicht spielen wir Valorant, vielleicht spielen wir Overwatch, vielleicht spielen wir A Little to the Left. Ich werde überlegen, was wir Mittwoch machen, genau, aber Montag kommt auf jeden Fall, AFK Journey, Freitag nächste Woche und diese Woche kommt Persona 5 Royal. Sonntag kommt eine Demo auf YouTube. Welche überlege ich noch? Und ja, Mittwoch überlege ich auch noch, was da kommt. Gut, dann verabschiede ich mich. Wünsche euch einen schönen restlichen Abend. Ich gehe jetzt mal kurz runter in meinen Briefkasten und gucke mal, ob jemand was hinterlassen hat. Falls nicht, war es nicht wichtig. Vielleicht meldet sich die Person morgen nochmal. Hoffentlich nicht dann, wenn ich einkaufen bin. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.